Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 23. Wenn ich mal nach drüben gucken sollte, sollte es unser Winterkind sein. Wenn da drüben laut sein sollte, ist mein Mann, der kochende Oder. Und ich drehe hier zwischendurch das Video. Ich habe ohne Zwischenstörungen. Ja, Folge Nummer 23. Projekte, die von 2021 zu 2022 gestrickt worden sind und die ich mit rübernehme. Ich habe dieses Jahr noch nichts angestrickt und deswegen sage ich alles, was noch von letztes Jahr auf den anderen war, fertig ist, vernähen werden müsste, was ich angeschlagen habe letztes Jahr noch. Alles so von Dezember. Ja, weil November habe ich ja nichts reingenommen. Fangen wir mal an. Die Broken Steed Stitch. Ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt mal war. Ich habe hier auch keinen Marker drin. Emma, sind das 4 cm das Bündchen. Eins rechts, eins links. Eigentlich mache ich mal 2 rechts, 2 links. Dann 9 cm das Bündchen. Der Schaff. Hab eine Käppchenferse gemacht und bei 18,5 cm abgenommen. Eine Schuhgröße 38. Das ist der andere. Ist einmal aus der großen Knollwolle genommen. Da wo ich Rest hatte vom letzten Mal Pullover oder so. Und die Wolle ist vor und die andere pink gewonnen. Was ein bisschen pink scheint, rosa, ist von Teddy, von meiner Oma. Ja, davon ist fertig geworden. Ich weiß gar nicht, ob hier letztes Mal irgendwas fertig war. Ich weiß es nicht. Ich zeige es euch einfach. Und zwar auch wieder die gleichen, nur anders. Und deswegen sieht man das hier besser. 4 cm das Böhnchen, auch wieder eins rechts, eins links, habe 8 cm den Schäftchen und eine Käppchenfaser und wieder 18,5 abgenommen, ist für meine Oma. Also, die sind für meine Oma, die weiß ich noch nicht. Zwei Fasern fertig. Und das sind aus Resten, also die grüne ist zittig aus Butinette. Okay. Ja. Dann ist noch ein paar fertig geworden. Die sind im Dezember auch fertig geworden. Ich weiß gar nicht wann. Irgendwann mal. Und zwar sind das die Minions, eine Bestellung von jemandem. Eins rechts, eins links Bündchen. Aus einem großen Knoll dieses Eilrosa. Gelb ist von Gründe. Grau ist von ein Rest. Und das Rosa ist das hier. Oh, ein Rest. Mhm. Und so sieht das Minion so hier aus. 3,0 cm da, ja, 3 cm Bündchen, 9 cm rechts, 1 links, ich glaube 17,5 habe ich abgenommen, das ist eine Schuhgröße von 37 und zwei sind fertig geworden, muss ich auch nur vernehmen, wie alle anderen. Drei Paar Sortieren sind fertig geworden. Wie gesagt, das ist immer noch das Bärchen von letzten Monat, Dezember. Und da seht ihr noch keinen Nadeln angeschlagen. Und ich werde wahrscheinlich bei den Karl mitmachen. Von Sarah Linde. Mit den Socken.
Ich habe da schon was rausgesucht. Weil ich vorgestern nicht schlafen konnte, habe ich mir Socken rausgesucht. Also, Wolle habe ich einen Stash. Ich kaufe ja fast gar keinen. Das Einzige, was neu gekauft worden ist, vorletztes Jahr, ist die farbige. Und mehr auch nicht, was neu gekauft worden ist. Dann zeige ich euch noch ein fertiges Projekt mit der Farbe. Und zwar ist es eine Größe 68, also maßgeschneidert von dieser. Und länger gestrickt, also es ist knapp eine 70. Also ich war das letzte Mal da. Die Hände sind dazu gekommen und der Körper ist dazu gekommen. Und ich zeige euch, dass der länger geworden ist. Einmal sieht es wieder unten. Und einmal im Körper. Dass der länger gemacht worden ist. Also ist eine Anleitung von beides. Eine selbstgemachte und ja, muss auch nur vernäht werden. Und das viermal. Und das mache ich dann später. Ja. Pullover, Babypullover ist fertig. Dann zeige ich euch, was jetzt adventsmäßig ist. Der erste Advent. In der Federtasche. Da will ich noch eine Mütze stricken. Was ich letztes Mal gesagt habe. Jetzt habe ich hier eine Wolle. Und zwar ist das der Knäuel. Und das sind die Spiralsocken. Die Babyspiralsocken. Und zwar ist das die Wolle. Die habe ich auch hier reingemacht. Ich hoffe, das Kochen nicht so. Und zwar ist es von Rudis. 50 Gramm auf 150 Meter. Die GB Nummer 1 Color heißt die. Die Farbe ist die 102 und Partie ist die N036. Und da wird noch eine Mütze. Dann gehe ich wieder hier rein. Der zweite Advent. Ist aus diesem Knäuel. Eigentlich wollte ich aus dem grauen Knäuel, den ja jetzt Mutti hat, eine stricken. Einen zweiten, aber jetzt hat sie den. Und zwar ist das ein Stirnband. Und zwar habe ich den doppelt gestrickt, einmal glatt rechts. Habe dann zusammengenäht und Zäpfchen. Da sieht ein bisschen geschockt aus durch meine Haare jetzt so. Und passt. Ich muss nur noch die ganzen Projekte in Revy einflammen und dann. Ja. Was ich noch fleißig gestrickt habe, habe ich jetzt nicht so gedacht, das ist ein bisschen vom Tag so. Die sind 10 cm von Spremberg und die anderen Zentimeter sind von gestern. Weil ich gestern mal ein bisschen was stricken konnte. Und ich glaube, ich sollte hier mal auch mal wieder vernähen.
Vater. Eure Seite. Der Waschmarkierer oben, habe ich ja gesagt, der ist relevant für euch. Der relevante ist der hier. Und da werde ich auch einen anderen reinmachen. Also ich habe gestern die Ärmel abgetrennt und habe ein gutes Stück noch dran gestrickt gestern. Und das ist von D bis dahin ist Spremmeck gewesen, also Spremmeck, und der Rest ist von Cottbus. Musste ich dann nicht mehr viel stricken. Meine Mama wird sich denken so, warum dreht sie jetzt noch ein Video? Weil der Kleine jetzt in sich schläft und ich mal die Projekte von letztes Jahr und ja. Ich zeige euch jetzt was. Ich habe insgesamt 45 Socken dieses Jahr gestrickt. Darunter sind 39 Paar Socken Erwachsene. Also von Schuhgröße 37 bis 42, 43. Darunter sind noch 6 Paar Babyjäckchen. Und ja, das macht 45 Paar Socken. Weil wir hier gerade bei den Socken sind, habe ich dieses Jahr kennengelernt, also letztes Jahr, 2021 erzähle ich, ja, habe ich kennengelernt, die Bumerang-Ferse zu stricken. So, dann dann habe ich dieses Jahr kennengelernt, das ist mein zweiter Pullover, einen unpassenden Pullover zu stricken. Habe dieses Jahr, wenn wir bei Pullover sind, einen Raglan-Pullover gestrickt. Also kennengelernt und gestrickt, ganz viele. Plus dazu Strickgänge mit Raglan. Was ich noch nie getan habe davor, habe ich auch kennengelernt und gestrickt. Aber noch nicht ein für mich. Bin entweder. Nur für meine Oma. Und einen, den ich mal für jemand anderes stricke. Und dieses Jahr, sprich dieses Jahr, werden eventuell 1 bis 2 für mich. 2. Das habe ich kennengelernt. Dann habe ich was vergessen. Füge ich ein Bild hinein. Es ist ein Korb. Eigentlich sollte es ein für Bad sein, aber der wurde dann zu groß unten und jetzt wird er für Wolle benutzt. Also wird dann benutzt. Der ist noch für Nadel. Das ist noch zum Weiterstreben. Das ist, ja, ausrüsten mit unter. Dann muss ich die Seite suchen. Achso, bei den Pullovern. Sollte eine Abnahme werden. Also Bündchen, dann wird abgenommen. Mit meinem Bündchen wird anders gestrickt, der Bündchen. Habe ich nicht getan. Ich habe gleich weiter gestrickt und habe statt 14, 13 Mustersätze, passt meine Mutti sogar, habe 4 cm das Bündchen gemacht. Insgesamt sind es also 95 Maschen aufgenommen. 4 cm das Bündchen. Von Bündchen
Das ist ein Gamaschmarkierer. Bevor ich abgenommen habe, sind es 33 cm. Habe jetzt insgesamt, bevor ich abgenommen habe, die Ärmel waren auf den Nadeln 221 Maschen. Oh ja. Es ist eine große Anleitung. Habe ich vergessen. Aber das füge ich ja alles wieder unten, was ich vergessen habe und ich was vergessen wollte. Wird eher alles unten geschrieben. Wo sind denn meine Vorsätze? Also meine Vorsätze 2022. Was für mich stricken und Großprojekte sind geplant. Zwei Pullover, der Sheep Heavens Pullover und der Dreifarbe Pullover mit den Blümchen, was wir am 20. anstricken. Ende des Jahres nicht so viel auf den Nadeln zu haben. Ich habe jetzt eigentlich auf den Nadeln sind 2,5 Projekte, also wenn man von 21 rechnet, der Pullover, der Korb und eigentlich die halbe Socke. Ich will Ravelry und Instagram aktiver benutzen, also aktive Fotos einsetzen bei beiden. Bei Ravelry will ich die Beschreibung öfters hinzufügen und die Bilder hinzufügen. Für das Winterkind will ich Nähen, Stricken versuchen. Und wenn ich was stricken möchte, also wenn ich was kaufen möchte, will ich nur projektbezogen kaufen, die ich wirklich dann verbrauchen tue. Wie zum Beispiel, ich habe extra für den Pullover Volldeck gekauft, weil ich wusste, dass ich mit einem Knäuel nicht weit komme und habe zwei extra gekauft und habe auf dem Knäuel ich dann halt was anderes gestrickt. So habe ich was Gekauftes wieder benutzt. Und so würde ich halt mit den Sarah Linde Wolle, die ich habe zu Hause, sind ganz viele kleine Knäuel, will ich daraus die ganzen Socken stricken. Ich will versuchen, kein Wolf zu sein, sondern ein Schaf. Und habe mir im März, eventuell, wenn es klappen tut, immer zwei Projekte mit Anfangsbuchstaben vom Monat und Wolle schaffe ich ja eh nicht mit J oder mit Monats. Aber mein eigenes Stash, den ich eh habe, wird funktionieren. Weil man kriegt ja extra Punkte vom letzten Monat, vom letzten Jahren, oder ja. Wenn man am ersten was anstrickt, also alle anstrickt, kriegt man Punkte. Wenn man vom alten Stash vom Monat und von Repair. War gut. Vom alten Stash von 2021, die Wolle, die man hat, von dem Anfangsmonat gibt es halt verrückten Namen. Hin zum Beispiel Just of Fun Wolle oder mit M Motte. Oder andere Sachen, die mit anderen Buchstaben oder anderes heißt. Oder Anleitungen mit Anfangsbuchstaben vom Monat. Und da will ich auch Punkte sammeln. So viel genug Zeug? Stellt dir die Mama auch noch genug Zeug? Ja, tue ich. Und nähen. Dann viel Spaß. Aber nähen wird ein bisschen schwierig. Danke.
Ja. Das sind jetzt meine Vorsätze, das sind meine Projekte, die ich mit reingenommen habe. Projekte, die ich Dezember fertig gestrickt habe. Und deswegen will ich jetzt, habe ich euch jetzt das fehlende Objekt, was ich in Spremme gesagt habe am 31. Video, Folge Nummer 22, werde ich beide heute schneiden. Für Mutti und für mich. Und werde die auch hier hochladen. Hab heute noch zum Drucken noch zu tun. Und noch andere Sachen. Aber mal gucken, was passiert. Ich werde heute nicht an den Pullover stricken. Eigentlich wollte ich das, was ich rausgeholt habe, eigentlich noch verstricken. Da meinte jemand was anderes. Nein, ist nicht. Und vielleicht werde ich daran noch was stricken, aber erstmal will ich Dinge anstricken und weiterführen. Und Mutti müsste irgendwann mal den Bär häkeln, den auch annähen kann und verschenken kann. Habe ich jetzt noch irgendwas zu zeigen? Die Handschuhe sind immer noch so geblieben, wie sie sind. In den Beutel. Nichts anderes. Habe ich noch nicht angestrickt. Ja. Gut. Dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Mal gucken, ob Ende Januar eventuell oder doch erst Februar wird, werden wir noch gucken wegen den Kleinmann.